Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Tipprunde zum, ich weiß gar nicht, wie viel Spieltag, 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ja, es ist soweit. Endlich ist die Länderspielpause wieder vorbei und die Bundesliga geht wieder in den Start. Juhu. So, natürlich ein bisschen ungewohnte Perspektive jetzt mal wieder. Normalerweise die Kamera ist momentan mein Schätzchen, mit dem ich hier die Videos aufnehme, aber heute, dann machen wir es wieder so, weil die Tipps, keine Ahnung, das werde ich vielleicht in Zukunft auch anders machen, aber heute fehlt mir auch die Zeit, ganz ehrlich gesagt. Und deswegen machen wir es heute so. Ja, wir haben interessante Spiele dieses Wochenende. Hannover persönlich gegen den HSV. Das Nordduell, was ja irgendwo ein Bruderduell ist oder, ja, Vereinsfreundschaft, Fanfreundschaft. Mal schauen, wie das laufen wird. Eine ganz wichtige Sache dabei ist, Hannover ist so oder so abgestiegen. Es macht keinen Unterschied, ob sie gewinnen, ob sie verlieren. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Für mich ist es einfach nur nochmal Abschiedstournee in der Bundesliga. Und ja, ich fahre übrigens tatsächlich nächste Woche nach Berlin, dass ihr das wisst. Auch vom Spiel gegen Hamburg wird ein Vlog kommen. Und ja, auch nach München fahre ich, das ist auch schon fest. Eine weitere Sache ist, ich habe ja angekündigt, dass entweder oder mit Tobi und Jan, Ron und Moritz. Allerdings haben wir das nicht mehr hinbekommen, zeitlich, bocktechnisch und pegeltechnisch. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das mit meiner Freundin schon zu machen. Das wird also das erste Video mit ihr werden. Oder wird als zweites Video kommen zu dem mit meiner Freundin. Da müsst ihr mal auf Instagram vorbeischauen, Link ist in der Videobeschreibung. Da wird heute Abend eine Info kommen, was da so, nee, gestern Abend eine Info gekommen sein, was da so, ja, vonnöten ist. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit den Tipps und zwar für dieses Wochenende. Ich habe sie auf dem Handy mal wieder aufgerufen und ja, heute Abend Leverkusen gegen Wolfsburg, das Werksduell oder El Plastico, wie Sport 1 oder was Kicker, ich weiß gar nicht, das auf jeden Fall lustig genannt hat. El Clasico ist ja dieses Wochenende, Real gegen Madrid. Ja, beide so ein bisschen in der Krise, beide sind nicht so wirklich mit den Erwartungen, die sie eigentlich haben, konform, was die Leistung angeht bisher. Ich tippe darauf, dass das Ganze eine spannende Partie wird, aber ich tippe auch darauf, dass es unentschieden ausgeht, 1:1 zwischen Leverkusen und Wolfsburg. Bei Wolfsburg gesehen, das schockt noch tief, dass Bendtner jetzt vom Training freigestellt ist. Das wird so nix. Ingolstadt gegen Schalke 04. Ingolstadt bisher ein sehr starker Aufsteiger, ein sympathischer Aufsteiger, in meinen Augen deutlich sympathischer als Darmstadt. Mit einem klasse Kader, mit klasse Leistung, oft mit Pech in vielen Situationen, beispielsweise gegen Dortmund. Ich denke, gegen Schalke werden sie trotzdem untergehen, beziehungsweise das untergehen, sondern einfach nur verlieren. Schalke nicht so stark, aber ich glaube, die werden jetzt ein bisschen zum Saisonendspurt nochmal hochkommen und gewinnen 2:1 auswärts. In Ingolstadt für Leverkusen macht das Tor übrigens Çalhanoğlu, nee, Bellarabi. Und für Wolfsburg trifft Kruse. Für Ingolstadt trifft Pascal Groß per Freistoß. Und für Schalke Belander und Max Meyer. Genau. So, Darmstadt gegen Stuttgart. Habe ich jetzt 1:3 getippt. Ist ja ein Südduell mehr oder weniger, auch wenn Darmstadt noch in Hessen liegt. Und Stuttgart in Baden-Württemberg. Stuttgart in meinen Augen zu stark für Darmstadt momentan. Allgemein finde ich Darmstadt ja unsympathisch, wisst ihr eventuell. Und ich habe irgendwie die Hoffnung, dass sie noch ein bisschen mit den Abstiegsstrudel reinrutschen. Stuttgart jetzt die letzten Spiele wieder nicht so stark gewesen. Davor aber in meinen Augen ziemlich stark. Haben sie eigentlich erholt und die werden wieder jetzt so ein bisschen die Punkte sammeln, damit sie da im Mittelfeld weiterhin bleiben. 3:1 also. Tore für Darmstadt. Heller. Wagner ist wahrscheinlicher. Und für Stuttgart die Davi. Kostic. Und Kravets eingewechselt. Ja. Bayern gegen Frankfurt habe ich hier jetzt ein solides 6:0 stehen für den FCB. Ich habe das gesteigert, habe 3 Tipprunden. Bei der ersten habe ich 2:0, bei der zweiten 4:0, bei der dritten 6:0 getippt. Ich kann mir vorstellen, dass Bayern die richtig kaputt schießen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Frankfurt gut dagegenhalten wird. Ich bin auf jeden Fall Bayern-Sieg. So, ganz einfach. Lewandowski wird treffen. Ich hoffe, Douglas Costa wird treffen. Coman wird treffen. Müller wird treffen. Und dann haben wir ein 4:0 und das wäre solide. Mainz gegen Augsburg, ja, übrigens Frankfurt natürlich ganz unten drin wieder, ne, natürlich jetzt mit 96 ein bisschen befreit, beziehungsweise zumindest zu 96 Abstand aufgebaut, aber Mainz gegen Augsburg, ja, Mainz immer noch mit Chancen auf Europa, ich hoffe auch, dass sie das fulfillen werden, Augsburg rutscht immer weiter unten rein, das wird sich auch diesmal nicht stoppen, denn Mainz gewinnt zu Hause in der Kofas Arena mit 2:1, Torschützen Mali, Cordoba und für Augsburg trifft Paul Verhaag per Elfmeter zum 1:0, ne? Dann kommt Mainz zurück, vielleicht trifft für Mainz auch nicht Cordoba, sondern Muto, ich weiß nicht, ob der wieder spielen kann, je nachdem. So, BVB gegen SV Werder Bremen, Topspiel morgen Abend, 18:30, BVB sehr stark momentan.
auch ja, mit guten Leistungen in den letzten Wochen. Bremen gegen Hannover ordentlich gespielt, gegen Leverkusen im Pokal sehr gut gespielt, aber jetzt mittlerweile in der Liga, was in der Liga, was im Pokal, ich weiß gar nicht, aber jetzt so ein bisschen, in meinen Augen immer noch zu schwach, in meinen Augen noch nicht ganz unten raus. Der BVB wird das so oder so gewinnen, in meinen Augen. Ich glaube, gerade zu Hause sind die einfach eine zu große Macht. 2 zu 0 habe ich jetzt hier auf meinem Zettelchen stehen. Torschützen. Ich wünsche mir, dass Weigel mal trifft. Das glaube ich aber nicht. Torschützen, Aubameyang doppelt. Ja. Gladbach gegen Hertha. Duell um die Champions League Plätze. Wenn Hertha gewinnt, ist Gladbach so ein bisschen raus von Platz 3 zumindest. Wenn Gladbach gewinnt, dann ist das Ganze wieder nochmal ein bisschen enger geworden. Ich halte Gladbach momentan für stärker als Hertha, ehrlich gesagt. Hertha hat sehr viel über Kampf, sehr viel über enge Ergebnisse und sehr viel gegen die kleinen Gegner, da wo sie gewinnen müssen, gewinnen sie halt. Gegen die großen in meinen Augen nicht so stark. Und deswegen Gladbach, gerade auch durch die Heimstärke, ich glaube 7 der letzten 8 Spiele oder so haben sie gewonnen oder irgendwie 6 von 7 oder so. Von daher Sieg für Gladbach. 1 zu 0 habe ich hier stehen. Torschütze wird Christensen. Per Kopf. Nach einer Ecke. Oder Raphael. Machen wir ein 2-1 draus. Christensen und Raphael treffen. Von mir aus auch Xhaka. Xhaka wird bei Comunio. Das wäre ganz schön. Für Hertha trifft dann Kalou. So, letztes Spiel, Hoffenheim gegen Köln. Und ja, Hoffenheim in meinen Augen mittlerweile wieder erstarkt unter Julian Nagelsmann. Spielen jetzt so wie eine Mannschaft, die nicht dahin gehört, wo sie momentan stehen. Das war ja eigentlich sowieso klar bei dem Kader. Köln, geht so ab und zu mal recht gut. Dann wieder recht schwache Auftritte. Ich denke, heute wird das eine enge Kiste werden. Morgen, übermorgen wird das eine enge Kiste werden. Und die beiden werden sich 1 zu 1 trennen. Hoffenheim in meinen Augen momentan zu stark, haben wir auch gegen Hamburg gesehen. Torschützen für Hoffenheim, Vargas. Und für Köln trifft. Ja, Modest gegen Ex-Verein? Weiß ich nicht. Ja, Modest, sagen wir Modest. So, und damit kommen wir zum letzten Spiel. Hat natürlich nicht vergessen, Hamburg gegen Hannover. Ja, wie gesagt, es ist egal, ob Hannover gewinnt oder verliert. Abgestiegen sind sie sowieso. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nochmal zusammenreiße und nochmal irgendwas zeigen. Das wäre ganz schön, dass man zumindest nochmal einen Sieg einfährt. Einen zumindest zum Ende der Saison. Ich meine, klar, wir spielen noch gegen Ingolstadt, spielen noch gegen Hoffenheim. Das sind alles potenzielle Gegner, die man gewinnen kann, auswärts in Berlin. Vielleicht auch, da haben wir die letzten Jahre mal ganz gut ausgesehen. Ich bin gespannt, ich glaube nicht wirklich dran. Zu Hause auch noch gegen Schalke, da haben wir die letzten Jahre auch nicht so schlecht ausgesehen. Ich bin gespannt, also die letzten Jahre, nicht letztes Jahr, da haben wir glaube ich verloren. Ne, letztes Jahr haben wir gewonnen am ersten Spieltag mit 2-1. Durch Rosselu und Prip. Wie auch immer. So, Hamburg haben wir letztes Jahr gewonnen, zu Hause mit 2 zu 0. Dann auswärts verloren mit 1 zu 2, zu Hause, auswärts gewonnen mit 1 zu 3. Der Regel nach müssen wir jetzt verlieren, wäre auch nach dem Saisonverlauf logisch, aber ich hoffe einfach auf den Sieg. Ihr wisst vielleicht, ich bin kein großer Hamburg-Sympathisant und dementsprechend ja, hoffe ich da auf einen Heimsieg. 3 zu 1, klingt vielleicht nicht realistisch, aber vielleicht reißen sie sich zusammen. Ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass Hamburg gewinnt, aber ich hoffe einfach, man kann nicht gegen seinen eigenen Verein tippen, beziehungsweise nicht bei solchen Spielen, die in meinen Augen wirklich noch eng sind, wo 96 eigentlich mal ganz gut gespielt hat. Ich hoffe es einfach und irgendwie habe ich das Gefühl, Hamburg wird nochmal unten reinrutschen. Vielleicht reißt Hannover so noch ein bisschen mit in die Relegationsränge wieder. Ich bin gespannt. Hamburg aber in meinen Augen einfach diese Saison. Sie spielen fußballerisch nicht so scheiße wie letztes Jahr. Die sind bei weitem mir deutlich sympathischer als letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich wirklich gekotzt, wenn die auch nur einen Punkt geholt haben. Mittlerweile, Hamburg spielt vernünftigen Fußball. Sie haben auch noch unsympathische Spieler oder einen Vorstand und Trainer, die ich nicht gut finde. Und allgemein die Fans auch sind mir teilweise halt ein bisschen zu selbstverliebt sozusagen, aber deutlich sympathischer als die letzten Jahre. Trotzdem, wie gesagt, ich hoffe, dass Hannover gewinnt. Und wenn es der Tipp wird, und das ist nur mein Tipp und meine Hoffnung, nicht vielleicht realistisch, aber es ist halt Hannover-Fan und so, dann treffen Almeida. Schalay trifft nicht, der kann nämlich nichts. Bech, der wieder da ist. Und Karaman. Und für Hamburg trifft Holtby. Das waren meine Tipps zum 28. Spieltag. Schreibt eure gerne unten in die Kommentare. Schaut bei Instagram vorbei. Wie gesagt, Daumen nach oben würde mich sehr unterstützen. Würde ich mich auch darüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns, würde ich sagen, beim nächsten Video wieder. Und das wird morgen höchstwahrscheinlich da der Vlog oder Deal with sein. Je nachdem, wie ich das mache mit dem Geschneide. Naja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.